Der Titel des Videos sollte uns eigentlich schon sagen, dass wir das Ergebnis schon kennen. Aber ich war vor ein paar Tagen bei Action und habe viele, viele Make-up-Produkte gekauft, die ich heute gerne in mein Gesicht bringen würde. Und ich bin sehr gespannt, wie die ganzen Produkte performen. Ihr habt schon einen Teil davon gesehen, falls ihr das Unboxing des Adventskalenders am Sonntag verpasst haben solltet. Ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke. Aber Max & More ist eine Marke, die meiner Meinung nach noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, ich freue mich sehr drauf. Ich konnte irgendwie heute Nacht nicht schlafen. Ich bin um 3 aufgewacht. Jetzt ist es 4:14 Uhr. Ich bin fit. Ich bin wirklich, wirklich fit. So fit, dass ich mir jetzt ein Fullface Max & More ins Gesicht packen möchte mit euch. Wir haben schon so ein bisschen was darüber gelernt im vergangenen Video vom Sonntag. Ich hatte hier diese Ultimate Make-up Palette getestet und ich fand die wirklich beeindruckend. Wollte sie euch aber nochmal zeigen. Ich habe sie nur in einem TikTok nur so ein bisschen gezeigt und dachte mir, komm, machen wir nochmal ein ganzes Video zusammen. Denn ich habe noch ein paar Produkte hier und ein paar Produkte aus diesem Adventskalender, die ziemlich spannend sind. Und ich dachte mir, wir machen das einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video unbedingt einen Daumen nach oben gebt. Das zeigt dem YouTube-Algorithmus, der sich übrigens ab. Wir Creator haben eine Nachricht bekommen, ab Mittwoch verändern wird. Stark verändern wird. Nicht zugunsten von uns. Und da sind wir jetzt wirklich nicht nur ich, sondern natürlich wir alle auf euren Support angewiesen. Deswegen nutzt diese Abonnieren- und Glocke-Funktion. Ihr müsst ja nicht jedes Video schauen, aber somit zeigt ihr dem YouTube-Algorithmus, dass ihr prinzipiell von der Person das Video schauen wollt. Ich habe schon ein bisschen Foundation drauf, weil ich keine Foundation gekauft habe. Es gibt ab und zu, in meinem Action zumindest, so ein paar Artikel für die Base. Primer habe ich gesehen, der ist völlig viral gegangen auf TikTok vor einer Weile. Deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Der war aber auch mattierend. Das ist eh jetzt nicht so meins. Deswegen habe ich einfach ein Produkt benutzt, was jetzt hier an meinem Tisch stand. Und ich habe Foundation schon aufgetragen. Concealer habe ich nicht gekauft. Dann nehmen wir meinen. Aber wir haben ein Puder, was ihr schon kennt, was ich schon liebe seit Jahren. Und wir schauen mal, was es gibt. Wir haben als erstes aus dem Advents. Nein, 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 nein. Wir haben als erstes aus dem Adventskalender das hier. Das ist ein Brow Styling Wax. Ich weiß nicht, ob man die Produkte einzeln kaufen kann. Jetzt, wenn ich dieses Video drehe, ist das Video noch nicht online, wo ich euch gefragt habe, wo es die Produkte gibt. Falls ihr es mir gesagt habt, vielen, vielen Dank. Ich schaue nach. Ich weiß es zum Stand jetzt noch nicht. Es gibt dieses Brow Styling Wax, was natürlich nur zufälligerweise Ähnlichkeiten mit anderen Produkten besitzt, ne? Ich nehme so ein Spoolie und gehe hier einmal rein. Es ist sehr wachsig. Okay, es hat keine Ähnlichkeiten. Also das Produkt, was ich meine, das ist schon fast wie ein Gel. Das hier ist sehr, sehr fest. Aber es funktioniert in die Richtung. Es erinnert mich eher. Schaut mal, das ist so fest, dass du es kaum aus der Verpackung kriegst. Okay, nee, also. Das hat jetzt leider nicht ganz so optimal funktioniert. Du kannst sie so ein bisschen in Form bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hält. Wenn ich ein anderes Produkt benutze, was Ähnlichkeiten hat, dann mache ich das rauf. Dann sind die wirklich wie an die Haut geklebt. Und das bleibt den ganzen Tag so. Sobald das runtergetrocknet ist, ist so ein bisschen Übungssache damit. Man muss es so ein bisschen festdrücken, von links nach rechts durchgehen. So in. Oh, Danny ist wach. Okay, wir sind zurück. Also, ich glaube, wir sehen es. Das Augenbrauenwachs war jetzt nicht der Knaller. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu borstige Augenbrauen. Was ich jetzt unbedingt benutzen möchte, ist das hier. Das ist ein Creme-Highlighter. Den fand ich sehr, 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 sehr spannend. Der war ebenfalls in dem Adventskalender. Kommt in so einem kleinen Tübchen. Und ich gebe mir mal so ein bisschen was hier auf den Handrücken. Oh, krass. Ich dachte, der ist Gold, aber der ist so ein bisschen Roségold. Könnte ein bisschen dunkel sein, ne? Arbeite ihn einfach mal ein bisschen gröber hier rauf. Ah, wobei, ist ganz spannend. Also, je nachdem natürlich, welche Hautfarbe man hat, kann man den bestimmt gut nutzen. Aber dadurch habe ich schon so einen gewissen Blush-Look. Ganz zart, der sich ganz gut in die Foundation mit einblendet. Ich habe natürlich noch keinen Concealer drauf und auch noch nicht gesettet. Deswegen funktioniert das ganz gut. Von der Seite sieht es sehr schön aus. Hier sieht man Blush. Und von vorne sieht es ein bisschen aus wie Bronzer. Ziemlich, ziemlich spannend. Ist natürlich
rein zufällig, dass das jetzt so aussieht. Ich glaube, wenn man sehr, sehr hell ist, könnte der vielleicht ein bisschen dunkel sein, aber es ist ein sehr, sehr schöner Ton. Geht so ein bisschen in die Kissengesprächsrichtung. Auf Englisch übersetzt von der Farbe her. Aber schön, passt sich gut an, sieht jetzt auch nicht so grob glitzernd aus und ließ sich gut mit der Foundation einblenden. Ich arbeite sowas ja immer ganz gerne hier so ein bisschen in die Schläfen mit rein. Einfach, dass überall ein bisschen Glow ist. Was ich euch jetzt unbedingt nochmal zeigen möchte, und ich finde, das sollte. Könnte mir vorstellen, dass Max & More eine ziemlich gute Drogeriemarke wäre. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es wirklich einen kompletten Aufsteller in unseren Drogerien gäbe. Weil, also Action war für mich, bevor ich hier in Brandenburg gewohnt habe, immer sehr, sehr weit entfernt. In Berlin gibt es jetzt ein paar mehr, aber Rossmann ist halt direkt nebenan. Action musste hinfahren. Und diese Powders, diese großen, großen Puder sind unglaublich gut. Ich habe das in Kirsche, ich habe das in Pfirsich, ich habe das, glaube ich, sogar in Banane. Ich meine aber, dass das Peach mein liebstes Puder war. Ist auch schon sehr lange her, dass ich das benutzt habe. Oh, es riecht so toll. Unglaublich gut. Das ist ein richtig, richtig gutes Puder. Ein bisschen Concealer. Blend den aus. Und gehe jetzt hier nochmal mit dem Blush Brush rüber, dass die Kontur wieder schön weich ist. Und fixiere das Ganze. Microfiber Multitool Mini ist ja jetzt wieder da, ist größer, ist noch besser. Und geh rein. Schaut euch bitte dieses Puder an. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Deswegen arbeite ich das erst nochmal so ein bisschen ins Döschen, in die Hand. Und erst dann unter meine Augen. Erst einmal kurz reinpressen. Dann kann man es nur leicht fixieren. Oder du nimmst halt wirklich gleich recht viel und bakes dann. Was ich auch mittlerweile recht selten mache, dass ich so viel Puder benutze. Na, das ist ja schon wirklich eine riesengroße Menge. Ich finde, mittlerweile brauche ich das irgendwie gar nicht mehr, weil ich natürlich auch ganz andere Texturen habe. Ich glaube, dass das Baken so ein bisschen aufkam von der Zeit, in der Produkte auch das gebraucht haben. Und das sieht natürlich auch sehr, sehr hell aus. Es ist halt eine Promi-Technik. Es ist eine Promi-Technik, die für den Red Carpet und fürs Fernsehen gemacht war. Für den Alltag muss das nicht sein. Ich zeige es euch jetzt mal auf der Stirn. Da haben wir ja auch ein bisschen Platz. Hier ist ja noch genug Produkt dran. Da seht ihr den Glow. Und ich kann einfach rübergehen und der Glow ist weg. Und dann bleibt das auch so. Das ist ähnlich vom Finish her auf der Haut und von der Langlebigkeit wie das Coty Airspun Powder. Das ist ja eigentlich mittlerweile fast das Einzige, was ich noch benutze. Großartiges Puder. Aber die von Action sind sehr, sehr gut. Die sind natürlich parfümiert. Aber bei weitem nicht so dramatisch wie das von Huda Beauty. Die sind ja wirklich, also die sind ja nicht auszuhalten. Und dann nehme ich das einfach wieder ab, setze mit dem Rest das Gesicht und das ist alles ziemlich, ziemlich weich gezeichnet. Großartige Puder, egal welche. Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Es gibt, glaube ich, das Banana, das ist sehr, 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 sehr gelb und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mein Concealer immer so gelb gemacht hat. Deswegen, ich würde immer eher zu einem etwas neutraleren oder rosastichigen Puder tendieren. Aber ich glaube, das kostet 3 Euro. Hier sind 22 Gramm mit drin. Es ist sogar vegan. Ist mir völlig egal, wie es riecht und wie es aussieht. Ich sehe jetzt allgemein recht gelb aus, wie ich finde. Das liegt aber an der Foundation, die ich benutzt habe. Ich habe heute mal die Charlotte Tilbury Foundation wieder benutzt. Und irgendwie, ne, ist nicht so meins. Deswegen, ich fixiere. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir fixieren noch nicht. Wir haben hier diesen Eye Primer. Und als ich das Video vorbereitet habe gerade, habe ich schon mal geschaut, wollte einmal gucken, was ist da für eine Textur drin. Das Ding ist leer. Das Ding ist einfach leer. Da muss ein Fehler in der Produktion passiert sein. Vielleicht habt ihr den Adventskalender ja auch. Schreibt mir gerne im Dezember, ob euers auch leer war. Kann mir nicht vorstellen, dass das böse Absicht war. Es ist leer, deswegen können wir leider keinen Eye Primer heute benutzen. Ist okay. Deswegen nehmen wir jetzt hier einmal diese Ultimate Make-up-Palette. Die hat mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, an diese. Ach, ich glaube, Douglas hatte sowas früher von Bourjois oder so heißt die Marke. So ein Make-up-Koffer war früher immer schlecht. Aber ich habe sie ja natürlich schon benutzt und ich bin sprachlos gewesen. Erstmal, die Farbauswahl geht so ein bisschen Richtung Morphe-Paletten. Oder neu modern gesehen haben wir hier eine Kombination aus der Natasha farblich inspirierten Welt von der Natasha Xenon-Palette, diese Cool Tones.
Wenn wir eine Reihe dazu nehmen, haben wir schon fast die einige Nude- oder Glam-Palette und hier eine recht warme Palette. Also eine Vielzahl an verschiedenen Farben. Insgesamt sind es 38. Die warmen Shades habe ich schon benutzt und die waren großartig. Deswegen würde ich heute gerne mal einen sehr, sehr kalten Look machen. Einen sehr grauen, so ein bisschen Smoky-Eye-Look. Vorher brauchen wir aber etwas für die Base. Und auch hier habe ich natürlich schon Erfahrungswerte sammeln können mit den Produkten. Der Bronzer hier ist recht zart. Du kannst ihn aber sehr, sehr gut aufbauen. Und das ist der Vorteil des Produktes, weil er so einfach ist. Also, du kannst gut reingehen, klopf ab und dann kannst du es einfach aufbauen. Und du siehst zwar schon was, mittlerweile habe ich auch die oberste Schicht schon so ein bisschen aufgekratzt, dass einfach viel Produkt rüberkommt. Aber der Vorteil an so zart pigmentierten Bronzern ist einfach, dass du nicht, und das stört mich bei vielen Bronzern, die sehr, sehr pigmentiert sind, dass du so ein Boom, es ist drauf und dann musst du da wirklich stundenlang blenden. Und ich habe lieber ein Produkt, was, wenn es euch so geht wie mir, ich bin ja eine faule Maus, was Blenden angeht, ich habe keine Lust, stundenlang da Lidschatten zu verblenden oder auch Face Powder zu verblenden. Ich will einfach ein bisschen was haben und kann es dann aufbauen. Farblich ist der sehr, 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 sehr schön. Ist natürlich sehr begrenzt, für wen diese Farbe funktioniert. Aber es funktioniert. Ihr seht es, er gibt eine schöne Wärme ins Gesicht und er lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Das ist etwas, was ich bei Bronzern immer ganz wichtig finde. Bei Blushes, bin ich da ehrlich, muss es gar nicht so krass sein, weil das ja eh nur fokussiert an einer Stelle im Gesicht sitzt. Aber der Bronzer ist einfach großartig da drin, wenn er farblich für euch passt. Dasselbe gilt natürlich für den Blush. Wir haben zwei Farben mit drin. Einmal die Farbe Coral Blush und Pink Blush. Pink Blush ist für mich eher ein Highlighter, der ist schon recht schimmernd und hat extrem große Glitzerpartikel mit drin. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Farbe ohne Schimmerpartikel gewesen wäre, wie so ein Lidschatten, weil dann wäre das die perfekte Farbe, um den unteren Augenbereich aufzuhellen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ganz leicht. Oder alleine nur hier, um so ein bisschen Lifting-Effekt mit reinzukriegen. Der Schimmer ist aber wirklich so groß, dass du hast Kickback in der Palette und es ist nur der Schimmer, der da rauskommt. Also leider, wie ich finde, absolut nicht alltagstauglich. Der Coral Blush hingegen ist aber großartig. Sehr, sehr pigmentiert und passt farblich vom Unterton her auch ganz gut zu diesem Bronzer. Schaut euch das an. Ich bin einmal reingegangen und er ist drauf, ohne dass er fleckig aussieht. Einfach nochmal ein bisschen rübergehen. Zack, zack, zack. Base ist fertig. Highlighter da drin ist sehr, sehr zart beseitet. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist eher fast wie so ein Finishing Powder. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Hourglass-Produkt, wo du kaum Schimmerpartikel hast, was einfach nur so ein bisschen, schau mal, sieht man ganz gut, ne? So ein bisschen Licht reflektiert. Kann man, wie ich finde, aber ganz gut einfach punktuell oder auch, so mache ich es ja am meisten oder meistens, großflächig auftragen. Und die Base ist einmalig. Ne? Das sieht schon echt ziemlich, ziemlich gut aus. Und da muss ich sagen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Billig-Make-up angeht. Liegt, glaube ich, aber einfach daran, dass es in der Vergangenheit viele Produkte gab, die sehr, 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 sehr schlecht sind. Aber die Zeiten haben sich komplett geändert und deswegen poche ich ja auch immer auf die Motivation, auch mal günstigere Produkte. Wir hier in der Community, wir wissen natürlich, dass Drogerie-Make-up großartig ist und dass man da in seltenen Fällen oder häufigen Fällen keinen Unterschied zu High-End-Produkten sieht. Motivation ist natürlich einfach auch mal zu zeigen, was gibt es mittlerweile alles in der Welt der sehr, sehr günstigen Produkte. Und Action ist etwas, ich glaube, da geht man hin, wenn man mal ein Schnäppchen machen will. Action hat ja wirklich alles. Wir fixieren einmal, ich nehme hier das The Must Have ein bisschen rüber, lasse das Ganze gut einziehen und ich überlege mir mal, was wir für die Base benutzen, also für die Lidschatten benutzen. Ein Ton lacht mich gerade sehr an, das ist Work Diva. Der sieht so ein bisschen duo. Das ist ein Duochrome. Rot mit so ein bisschen blauem Schimmer. Eigentlich wollte ich einen wirklich sehr, sehr grauen Look machen, aber ich finde so ein. Ich habe eine neue Lieblingsfarbe. Klingt total dumm. Ich bin ja keine 12 mehr, ne? Aber ich habe eine neue Lieblingsfarbe. Rouge Ash von Hermes. Das ist ein ganz besonderer Rotton und ich suche gerade sehr, sehr viele Produkte in dieser Farbe, weil ich die Farbe einfach so schön finde. Passend dazu habe ich hier diesen Lippenstift von Max & More, der da sehr gut in die Richtung geht. Vor allen Dingen Vintage Rouge Ash.
Großartige Farbe. Ich glaube, wir gehen in den Look. Ich finde so ein Grau, ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich die Natasha Xenon Palette kaufe, weil ich die sehr, sehr schön finde. Ich sammle nichts außer Natasha Denona Paletten, obwohl ich sie eigentlich sehr selten benutze. Aber ich glaube, wir machen heute. Ha! Ich will ja auch die dunkle Lippe machen. Wobei hat mich das jemals daran gehindert, einen dunklen Augenlook und eine dunkle Lippe zu machen? Ich glaube nicht, ne? Base sieht großartig aus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr zart. Liebe ich sehr. Ich gehe jetzt mit einem roten Pinsel. Mit einem roten Pinsel. Mit einem großen Pinsel in die Farbe Dear Lover. Ist so ein bisschen ein. Es geht so ein bisschen in die Rosenholzrichtung. Geh nochmal kurz übers Lid. Und blende die jetzt erstmal grob aus. Ah, die ist schon sehr rosa, aber super pigmentiert, ne? Also, ich bin ja immer ein großer Freund davon, so Blind-Tests zu machen und oder mir vorzustellen. Wenn ich diese Palette einfach so ausgeschnitten bekommen würde und nicht wüsste, von wem dieses Produkt ist, ich könnte nicht sagen, dass diese Palette, weiß ich nicht, 4 € gekostet hat oder so. Das ist natürlich immer. Ich glaube, dass viele. Ich sehe das oft in den Kommentaren. Nee, man sieht schon, dass das billig ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man das sehen will. Ich glaube, dass man sehen will, dass es billig aussieht. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man es natürlich macht. Und wir wissen es alle. Ich bin nicht die geborene Lidschattenmaus. Aber ich hoffe, dass man immer sieht, dass ich mich bemühe. Farbe ist drauf. Ich bin da jetzt vielleicht zweimal reingegangen. Sehr, 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 sehr schöner Ton. Ich stelle gerade fest. Ich arbeite ja parallel immer an ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen und vergleiche dann auch meine Produkte mit anderen Produkten und überlege mir, was Neues und was mir in meinem Alltag fehlen würde. Und ich finde diese monochromatischen Looks einfach sehr, sehr schön. Ich persönlich würde jetzt fast schon diese Farbe, wenn es nach mir gehen würde, ne? Wenn ich jetzt kein Video machen würde, um euch die Qualität der Palette zu zeigen, um natürlich so viele Farben wie möglich auf mein Auge zu kriegen, würde ich jetzt diese Farbe nehmen, würde die komplett auf mein Auge geben, auch aufs bewegliche Lid, vielleicht ein bisschen Schimmer hier rüber dusten für so eine leichte Bewegung, fertig. Eine Farbe, vielleicht zwei, weil ich glaube, dass das im Alltag immer noch so ein bisschen fehlt. Wir sind völligst übersättigt, oder nicht wir, ich bin völligst übersättigt mit Lidschattenpaletten, weil es einfach mittlerweile jede Farbe schon gibt. Ich liebe Lidschattenpaletten und es wird immer Lidschattenpaletten von mir geben, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich es einfach liebe, das zusammenzustellen und weiß, dass viele das auch mögen. Es muss einen Zweck erfüllen und Farben neu erfinden kannst du nicht, aber du kannst die Farbzusammenstellung beeinflussen und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich nehme jetzt einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Tender Yearning. Und setze mir die auf mein bewegliches Lid. Und ja, das ist genauso wie die Farbe Head Over Heel, die ich neulich benutzt habe. Super, super cremig. Also, es ist ein Puder-Lidschatten, aber sie ist so weich. Und man sieht es oft bei diesen sehr, sehr günstigen Lidschatten. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Max & More, sondern da rede ich wirklich von allen anderen günstigen Marken auch. Du hast oft bei diesen günstigen Make-up-Produkten einfach sehr, sehr viel Kickback, weil sie an verschiedenen Inhaltsstoffen sparen, dass es natürlich günstiger wird, die das Produkt so ein bisschen cremig machen und gut verblenden lassen und wenig Kickback. Das hast du hier ja kaum. Also das ist ja kaum sichtbar, dieses Kickback. Ich blende das Ganze hier so ein bisschen mit rein und auch hoch und habe einen wirklich sehr, sehr schönen Rouge-Aschton. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist. Und jetzt nicht blau oder so. Also klar, wenn blau blau ist, aber es gibt ja so viele verschiedene Shades of Blue und verschiedene Abstufungen von Blau. Ich weiß nicht, warum ich im Moment so farbenfokussiert bin. Ich finde Farben im Moment sehr, sehr schön. Vielleicht liegt es am Herbst oder so, dass man die Farben einfach nochmal anders sieht. Und ich im Moment probiere viel draußen zu sein, solange es noch etwas wärmer ist. Und jetzt wird mir bei TikTok, wird mir gerade jeden Tag so 10 Farben, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und dann ganz viele Pinterest-Bilder. Love it. Ist genau das, was ich im Moment brauche. Sehr, sehr weich, lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Schöne Farbe. Jetzt, ihr lieben Sieben, nehmen wir diese Farbe Work Diva, diesen Duochrome-Ton. Erstmal nur leicht. Ich will nämlich nur diesen Schimmer mit raus haben. Oh ja. Jetzt sieht man natürlich nicht mehr so krass, dass es ein Duochrome ist. Wobei. Ja. Boah, ne? Passt vom Unterton perfekt. Wirklich. Als hätte
Irgendjemand wird die Palette zusammengestellt haben. Du wirst dieses Video nie sehen, aber großartige Zusammenstellung. Weil vom Unterton die Farbe Tender Yearning und Work Diva gleich ist. Also die passen wie Hintern auf den Eimer. Look at this. Perfekte Kombi. Und das für halt, wir dürfen nicht vergessen, wie günstig diese Palette war. Sehr, sehr schöner Look, sehr zart. Ich bin ja im Moment davon, einen Freund einfach nichts an den unteren Wimpernkranz zu geben. Ich weiß nicht warum. Ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus. Aber ihr seht es. Ich swatch euch nochmal kurz ein paar Farben. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist die Farbe Night Escape. Das ist ein Schwarz mit, sieht man das? Blauen Schimmerpartikeln drin. Aber sehr, sehr zart. Sieht einfach aus wie ein Nachthimmel. Oder wir haben noch die Farbe Electric Touch. Die ist sehr, sehr cremig. Toller, toller Goldton. Vielleicht geben wir uns nochmal die Farbe Sparkling Wine hier ans Inner Corner Highlight. Beschreibt mir gerne mal euren klassischen Alltags-Lidschatten-Look. Tragt ihr im Alltag Lidschatten? Wie lange braucht ihr dafür? Was wünscht ihr euch auch von Lidschattenpaletten, die wirklich für den Alltag konzipiert sind? Weil das ist jetzt natürlich schon wieder recht viel, ne? Muss natürlich nicht sein. Ich finde, das hat völlig seine Daseinsberechtigung. Finde ich super schön. Aber ist natürlich schon wieder ein bisschen mehr. Wir haben Lip Liner. Der passt jetzt aber nicht zu dem Lippenstift. Was ich noch habe, krass, ja. Die habe ich aber schon länger. Max & More hat diese Stifte. Make-up-Pencils. Ich habe ihn jetzt nur noch in Weiß gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Unglaublich cremig. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Weiß ich früher noch. Ich hatte früher eine Freundin, die war ein paar in der Schule, also nicht Bezi-Freundin, sondern Schulfreundin. Und die hat das immer getragen. Und das sah bei ihr immer so krass aus. So weißen Eyeliner auf der Wasserlinie. Ist schon ganz spannend. Ich setze mir das einfach. Ich nehme jetzt einfach diesen weißen Stift hier und setze mir damit noch ein paar Highlights ins Gesicht. Kann man ja ganz gut machen. Und ich finde, das sieht immer ein bisschen zarter aus als Schimmer. Also, diese Stifte war jetzt nur exemplarisch hier mit reingenommen. Gab es in so einem. Es sieht halt aus wie Buntstifte, ne? Wahrscheinlich sind es am Ende sogar Buntstifte. Sehr, 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 sehr gut. Gibt es in Blau, gibt es in Grün. Allen Farben des Regenbogens und Weiß und Schwarz und Grau. Großartig. Okay, ich möchte jetzt den Lippenstift benutzen, weil der einfach so, so toll ist. Irgendjemand wollte mich veräppeln, wobei ich nicht glaube, dass sie mich veräppeln wollte. Vielleicht hat es bei ihr nur zufälligerweise funktioniert. Sie meinte, dass hier hinten auch noch. Dass man da noch rankommt. Ich komme da nicht ran. Ich habe das ganze Ding auseinandergeschraubt. Ich komme da nicht ran. Aber das ist die Farbe Muffin. Und diese Farbe ist. Vorher ein bisschen Mascara. Das Weiß irritiert mich total. An der unteren Wasserlinie. Die Farbe ist großartig. Unglaublich cremig. Und schaut euch bitte diesen unglaublich schönen Herbstton an. Der ist extrem pigmentiert. Passt wunderschön zu diesem Look, wie ich finde gerade. Und man kann ihn sehr, sehr gut als Blush benutzen. Brauchen wir noch mehr Blush? Ich finde, das ist schon sehr viel, ne? Für Samstag früh. Aber ich glaube, ihr seht es. Unglaublich schöne Farbe. Man kann ihn natürlich auch nur so leicht rauftupfen. Ich gebe jetzt aber noch den Gloss mit dazu, der ebenfalls in dieser Ultimate Make-up Palette war, weil das ist ja das, was ihr euch wahrscheinlich dann holt. Der ist ein bisschen heller aufs Zentrum für etwas Bewegung. Liebe ich sehr. Das ist es halt, ne? Oh. Hater würden sagen, es sieht total, man sieht total, dass es billig ist. Nee, come on. Also, ja, wenn, dann sieht man, dass ich mich nicht schminken kann. Nein, das ist wirklich großartiges Produkt gewesen. Also, diese Make-Lippenstift, ja, alles aus dem Adventskalender mit Sicherheit auch gut, habe ich jetzt nicht viel benutzt. Aber diese Palette ist und bleibt einfach großartig. Genauso wie dieses Pretty Peach Powder. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal zur Action zu fahren und vielleicht 5, 6 € noch überhaupt, holt euch diese Palette. Ihr könnt damit nichts falsch machen. Ne? Das sind Farben, die man jeden Tag tragen kann. Sie sieht natürlich auch unglaublich schön so aus. Gute Performance. Die Lidschatten halten recht gut. Auch ohne den Lidschattenprimer. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr vielleicht mir von Max & More empfehlen könnt. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich eine Lesebrille zum Schneiden brauche. Deswegen, ihr süßen Mäuse, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!